Endet sich zur Neige gegen. Neigt sich zum Ende gegen, wollte ich sagen. Wie heißt der? Keine Ahnung, ist egal. Kauft das Buch. Besser haben als brauchen. Alles. An allem fehlt. Der Turm fällt auseinander. Das habt ihr euch fein ausgedacht. Oh, wie toll jetzt. Ich gehe hier über die Straße. Nein, was habe ich gemacht? Der Klavierzombie. Ich mache den gern öfters, weil ich blöd bin. Da sitzt man da und wird dick. Jetzt fängt er wieder an zu singen. Du bist das Allerletzte. Und gleich kommt hier einer um die Ecke geögelt und haut mir einen aufs Maul. Dach. Tag 33! 33! Tage gammeln wir hier schon rum. Ja, ich habe mal geguckt, was die Baseball-Mod gemacht hätte. Sie hätte einfach nur die Fähigkeiten einer Baseball-Cap auf einen anderen Hut gemacht. Aber da wir eine Baseball-Cap haben, ist alles gut. Ich bin neu sortiert. Ich weiß nur, wir müssen buddeln. Ganz viel buddeln müssen wir. Und ich habe schon mal ein bisschen Munition gecraftet, mal so testweise, aber wir haben ganz andere... Oh je. Und ich wollte gucken, oh, den Compound-Bogen, warte mal. Compound. Den Crossbow können wir noch nicht machen, weil da brauchen wir geschmiedeten Stahl, da brauche ich den Crucible, also den Heiligen Gral für die Schmiede. Sonst wird das nichts. Also baue ich mir doch erstmal den Compound-Bogen, habe ich voll Bock zu. Oh, Bow Crossbow Parts 5. Wo kriegen wir die denn her? Also müssen wir die erst scavengen, oder was? Warte mal, Parts? Ne, die kann man sich nicht herstellen. Das habt ihr euch fein ausgedacht. Wie viel haben wir denn davon? Gar keins. Doch da. Oh, könnte ich mir bauen. 5 Crossbow Parts. Was brauchen wir noch? Zeig's mir doch einfach an. Ich hier nicht favorisieren musste in der Schmiede für seine Werkbank. Also 25 Plastik, Leder, Klebeband war das Problem, Schraubfedern. Klebeband und Schraubfedern haben wir ein Problem. Ich habe kein Klebeband, ich brauche Stoff, ich brauche Cotton. Schraubfedern haben wir. Leder, habe ich nicht aufgeachtet, wie viel, ist egal. 20 waren es, glaube ich. Und was war noch? Schraubfedern? Kein Holz? Plastik wollte ich noch haben. Ja, Stoff! Wir brauchen Stoff! Jede Menge hier. Kleber habe ich genug für Klebeband. Ich glaube, ich gehe mal Cotton besorgen. Und dann gehe ich buddeln. Oder nee, Cotton habe ich hier noch nicht angebaut, ne? Sind die schon gewachsen? Nein, was habe ich gemacht? Ach, die Sachen zerfallen. Es gibt ja einen Zerfall in der Welt, ne? Oh, jetzt habe ich die Chrysantheme hier weggeballert. Hätte ich das mit dem Hammer machen müssen? Wächst. Growing. Habe ich die eingesammelt wenigstens? Nein! Hätte ich gebraucht. Egal, ich habe jetzt gerade ganz andere Sorgen. Wir. Ja, ihr habt die mit mir mit. Weil, warum nicht? Was war jetzt der Plan? Cotton. Ich brauche Stoff. Stoff, Essen wie immer. Und ich muss weiter buddeln. Wir haben schon Tag 33. Ich will eigentlich, ich buddel jetzt erstmal eine Runde. Ich habe Essen in der Tasche. Im Zweifel gehe ich gegen Abend nochmal. Keiner kommt gerade. Will ich gar nichts riskieren. Drei tief muss das, glaube ich, Minimum sein. Mache ich vier tief? Wahrscheinlich. Ich werde hier wahrscheinlich auf lange Sicht, nicht nur wahrscheinlich, das werde ich auch machen, auf lange Sicht immer schön hier rumgraben. Ich muss auch gar nicht unter die Mauer. Ich muss eigentlich unter der Straße graben. Vielleicht mache ich es auch vier weit. Ach, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es alles nicht. Noch nicht. Das sind so Entscheidungen, ne? Weil die können ja auch springen, das ist das Problem. Hier dieser komische Spinnenzombie, der kann ja einen, also der heißt so, ne? Weil er Wände hochklettern kann. Der mir da mal entgegengehüpft ist. Der konnte definitiv über drei Felder springen und ich hatte die
Fallgrube bei mir ja 3. Sollte ich auf 4 erweitern. Oh, das sollte ich auch ganz dringend machen. Also mache ich hier das Ding am besten auch 4 weit. Ja, werde ich erweitern. Mache ich hier direkt auch. Mache erstmal hier schön zu Ende und dann machen wir noch einen 4. Dann fange ich nämlich doch bei unter der Straße an und dann reiße ich die irgendwann auf. Entschuldigung. Weil wir was wir haben, das haben wir, ne? Besser haben als brauchen. So. Besser haben als brauchen. Das ist so ein wichtiger Spruch. Ja. Ist nichts schlimmer, als wenn du irgendwo, weiß ich, mitten in der Pampa sitzt, was ja mal passieren kann, und dir fehlt genau das, was du sonst. Und vor allen Dingen, wenn du es genau dann immer mitgenommen hast, sonst aber dann noch, nee, ich geh mal schnell. Das war, ist mir mal passiert. Da wollte ich nur kurz auf dem Spaziergang, dachte ich, ja komm, schnelle Runde, machst ein paar Bilder. Bleibst ja nicht lang. Kleine Tour. Bist ja in der Nähe. In Norwegen war das. Ja. Ich habe sonst immer die Rettungsdecke mitgenommen. Jetzt wisst ihr, was kommt. Ich bin im Fluss gefallen. In so einem. Ja. Da hätte ich mir gewünscht, ich hätte die dabei gehabt, weil hätte mich ja gewärmt. Und so schnell nach Hause kam ich auch nicht. Schon wieder gelevelt durch. Wahnsinn, dass es so viel gibt. Das sind dann so Momente, wo du es gerade, wenn du es rausnimmst, wo du denkst, ah. Wo ich mir aber auch überlege, was habe ich denn gedacht, was ich da an Gewicht spare? Nichts. Also immer mitnehmen. Immer mitnehmen. Es kommt, es passiert schneller das Unvorhergesehene, als, also das ist furchtbar, als man denkt. Ne? Ich breche auch Sätze schneller mittendrin ab als, und hört er ja. Ist mir aufgefallen, ich rede ziemlich durcheinander, aber ist auch okay. Man versteht mich ja. Oder nervt euch das? Ich könnte mal schnell, während ich Stamina regeneriere, gucken. Ich wollte irgendwo noch ganz dringend was draufleveln. Warte mal, irgendwo musste ich was erhöhen, aber das habe ich glaube ich schon. Nee, doch, ja, hier, ich weiß wieder, Essen. Living from the land, da wollte ich nämlich, dass ich hier das Farmplots günstiger werden. Da muss ich aber hier auf Level 5. Dann wär's auf Level 3. Ja, aber wir haben einen Plan, also hier leveln. Fist in Machine Guns. Toll. Ich hab ein Achievement, Alive and Kicking. Toll. Nach dem Motto, hey, du lebst ja noch. Ja, mir hängt jetzt die Zeit im Nacken. Ich habe so das Gefühl, die Woche reicht nicht. Ich könnte ja auch auf Horde alle 3 Tage stellen. Ey, da wirst du doch bescheuert, oder? Das spielst du dann aber im Multiplayer. Dann musst du aber auch eine verteilte Rollen haben. Jeder hat seine Aufgabe und dann geht das ab. Hätte ich auch mal Bock zu. Aber dann brauchst du auch Leute, wo das fluppt. Also wo man sich auch gut versteht. Schlimm ist, ich will einfach nur bauen und meine Ruhe haben. Nur für Ruhe haben ist das falsche Spiel, kann das sein? Was meint ihr? Ich glaube auch, wenn man die Basis richtig baut, und das ist ja der, das ist ja die Spannung an dem Spiel, dann hat man seine Ruhe. Dann kann man ganz entspannt allem gelassen entgegensehen. Ich mache mir nur gerade Sorgen, dass der Turm so langsam wegbricht. Das fand ich gerade nicht gut. Ich muss das gesamte Force Field fertig haben. Ich dachte gerade so, die eine Seite reicht ja. Ja, ja, ich muss ja jede Seite hier durchziehen. Ja, gegen Hitze hilft der rote Tee. Das weiß ich, habe ich gelesen. Sagt er, behauptet er einfach. Essen wir aber auch direkt ein Häppchen. Und ich habe geguckt, ich habe das im Testlabor getestet. Essen stackt. Also haue ich mir jetzt ordentlich was hinter die Kiemen. Und ich brauche einen Cowboy-Hut wieder. Baseball-Cap ist... Cowboy-Hut ist besser gegen Hitze. Aber was soll's. Solange wir roten Tee haben, haben wir roten Tee. Ja, roter Tee. Also echter... Also Holunder. Oh Gott. Ich hätte sogar... Ich habe verpasst, die Holunderbeeren zu pflücken. Im Frühling, also wann war das? Ja, so Anfang, ja, Mai war das, glaube ich, noch.
Oder noch vorher? Habe ich ja. Das klackert nicht mehr, wenn die kaputt ist. Die hört jetzt einfach nur auf. Was soll ich erzählen? Holunderblüten habe ich mir. Holunderblütensaft gemacht. Das ist so ein geiles Zeug. Schön dann zum Verdünnen und dann. Oh, das ist so herrlich. Nur Holundersaft hätte ich jetzt gerne im Winter gehabt, aber ich habe es verpasst. Ist auch ein bisschen aufwendiger. Du musst den Kram ja mehr. Also jetzt hier so ein bisschen Fachgesimpel unter uns Survivalern, ne? Interessiert ihr euch eigentlich für echten Survival dann auch, wenn ihr solche Spiele spielt, oder ist das völlig unabhängig? Ich finde ja beides interessant. Also rausgehen und Natur, also das sogar noch mehr als hier, so dieses Imitierte, ist ja ein ganz anderes Spielgefühl. Aber Holunder musste halt gut bearbeiten, weil das ja auch so ein, jetzt komme ich mit Fachbegriffen. Jetzt wollte ich so schlau tun, aber alles vergessen, wie das heißt. Ich weiß, man musste halt so bearbeiten und gut kochen und pressen und filtern. Weil das auch so ein, ja, ein Gift. Ist das ein Gift? Ja. Schlägt dann, glaube ich, auf die Pumpe oder irgendwas. Kann auch sein, dass ich gerade total Mumpitz rede. Aber ist mir so egal. Ich denke mir so, ach ja, ist auch... Hauptsache, du quatschst. Die Leute wollen, dass du bei einem Let's Play quatscht. Obwohl ich mir auch denken könnte... Wäre auch schön, wenn man 5 Minuten die Fresse hält. Aber das ist echt interessant. So, man hat echt als... ich dachte auch bei anderen Let's Playern, wenn die sagen so... Ja, wo ich denke, halt doch mal das Maul. Wäre jetzt gar nicht so schlimm. Ich sehe doch, was du machst. Aber man hat, wenn man sowas macht, also jetzt, wie ich hier vorsitze, immer das Bedürfnis, so mit es zu füllen. Weil, ich weiß nicht warum. Ist das schon Narzissmus? Nee, ist es nicht. Es ist eigentlich eher mehr so der Wille, was abzuliefern. Und sei es nur in der Hoffnung, dass irgendein schlauer, also ein lustiger Spruch bei rumkommt oder so. Oder zu informieren oder... Wie so ein Hörspiel. Ich glaube, das ist der Hörspielgedanke. Oder wie wenn man eine Doku guckt. Da gibt es halt auch mal kurze Passagen, wo man das Bild genießt. Aber wenn ich jetzt hier so das Bild stehen lasse... Nicht wirklich spannend, ne? Gut, wenn man jetzt hier so über die Landschaft schweift. Mal so einen schönen Blick. Da finde ich es gut, wenn man mal ruhig ist. Kann ich auch im echten Leben Leute nicht ausstehen. Boah, ich kannte mal eine. Die hat auf dem Konzert... Ja, wo man Musik hört. Wo man laut Musik hört. Hat die... Konnte die Klappe nicht halten und musste die ganze Zeit sich mitteilen, wie toll das doch gerade alles ist. Wo ich dachte, halt einfach mal die Fresse, ich will das jetzt sehen. Und dann habe ich mich nachher irgendwann verpieselt. Also, ich war nicht mit der zusammen oder so, war eine Freundin von dem anderen. Ah, die war furchtbar. Also rücksichtslos ist das dann ja. Ich kann ja verstehen, dass man sich mitteilen will. Wobei ich mich gerade auch frage, ob ein Let's Play auch so eine Mitteilung... Habe ich ein Mitteilungsbedürfnis? Eigentlich nicht. Dann würde ich mit spezifischeren Themen kommen. Ich brabbel ja einfach nur, weil es... Warum? Ja genau, weil es Spaß macht. Keine Ahnung. Weil es Unterhaltung ist, weil ich weiß, was bei rauskommt. Weil ich selber Let's Plays gucke. Ich glaube, das ist das. Weil ich weiß, wie viel Spaß das ist, das zu gucken. Oder auch nebenher zu gucken, oder auch zu gucken, wenn man das Spiel selber spielt. Oder, ne, oder. Und es selber zu machen, habe ich ja schon oft erzählt, warum ich das mache. Eigentlich, weil man intensiver spielt. Echt, probiert mal aus. Ihr müsst es ja nicht mal hochladen, aber probiert mal aus, das aufzunehmen, dabei zu quatschen. Aber wirklich auch aufnehmen. Du spielst, also die Konzentration steigert man. Also mittlerweile, muss ich sagen, bin ich relativ... gut geworden, das Multitasking-mäßig hier zu verarbeiten, ne? Aber, oh, hier ist eine Ader von, was ist denn das? Eisen. Gut. Wenn jetzt ein Zombie kommt, bin ich gevögelt, weil das hier 2 tief ist, also 3, also komme ich nicht so schnell hoch. Wo war ich gerade bei? Ach so, warum ich Let's Plays mache, ja, soll ich es nochmal erklären? Mann, aber ich habe echt das Gefühl, meine Konzentration ist geschulter. Also ich mache mir jetzt einen Plan, was ich spiele. So wie jetzt hier, so ich gehe raus. Ah ja, was mache ich jetzt? Dann vergesse ich die Hälfte zwischendrin, aber das ist ja normal. Und dann dabei zu quatschen die ganze Zeit und so entspannt. Aber es macht auch entspannter. Und man spielt intensiver. Muss ich sagen. Also die Momente, wo ich
Ich habe mich lang nicht mehr beim Spiel so erschrocken wie bei den letzten Zombies oder so, wie, wenn ihr euch erinnert in der einen Folge, wo die Troller da, ja, und dann gleich hier unten, ne? Die habe ich ja gefressen. Nee, sonst, wenn ich gleich so abgebrüht im Spiel und so versunken, dass man dann so ganz entspannt spielt und sagt, huch, da kommt ja ein Zombie. Naja. Und weil man halt nichts sagt, weil man so in sich versunken ist, weil man das Spiel so konsumiert wie ein Film, was ja, obwohl ein Film, kann man auch mit Gefühl dabei sein, aber versteht ihr, was ich meine? Habt ihr das auch so? Ich finde, ich spiele viel bewusster, das ist das Wort, viel aufnahmefähiger dem Spiel gegenüber, wenn ich hier so ein Let's Play mache. Also in dem Gedanken, dass hier jetzt Leute zugucken. Komisch eigentlich, ne? Komischer Effekt. Ich überlege gerade, ob man das auch auf andere Sachen übertragen könnte, ob man das so als Lebensweisheit verkaufen kann. Und dann schreibe ich ein Buch. Learn from a Let's Player. Wie heißt der? Keine Ahnung, ist egal. Kauf das Buch. Und, ist jetzt die Frage, könnte man das auf andere Bereiche anwenden? Also wenn ich jetzt sage, was mache ich denn ungern? Müll rausbringen, obwohl, nee, da denke ich nicht drüber nach, mache ich gar nicht so bewusst. Aber wenn ich so tue, als wenn einer zuguckt, nee, dann komme ich mir beobachtet vor. So bemuttert, so, Die Kontrolle der Eltern, furchtbar. Will man eigentlich gar nicht haben. Aber, könnte aber auch der Grund sein, warum viele so diese Selbstdarstellung im Netz so feiern, weil das, man macht Sachen bewusster. Klar, macht man auch, viele machen das dann, um Geld damit zu verdienen und sonst was und verfälschen ihr Leben damit ja eigentlich. Aber wenn ich jetzt einfach mal, angenommen, mein Leben so aufnehmen würde, was ich nicht machen will, also nicht alles, ist ja bescheuert. Aber einfach nur auch vielleicht nur für mich, aber so tue, als wenn ich es hochladen würde, also andere dann teilhaben lasse. Klar, könnte ich so tun, als ob... gibt's auch, ja. Also, dass ich dann jetzt sage, oh, wie toll jetzt, ich gehe hier über die Straße. Schaut mich an. Toll. So intensiv, wie die Autoabgase in meine Nase steigen. Irre, irre, irre. Ne, sowas halt. Ich sollte das wirklich mal machen. Einfach just for fun. Kamera halte ich ja dafür, so eine kleine. Habe ich mir ja mal gegönnt, eine gebrauchte. Neu sind die viel zu teuer. Also eine Action-Cam, ne? Also nicht die, von die jetzt jeder denkt, sondern eine andere. Aber, weiß ich nicht. Kommt mal, ich komme mir aber auch blöd vor, weil dann gucken einen die Passanten so an, so, obwohl, ich glaube, das ist heutzutage auch normal. Aber es würde mich interessieren, ob das Leben dadurch, also mein Leben, nicht das, mein Leben dadurch intensiver werden würde, also bewusster, wenn ich mich dabei aufnehme und so tue, als wenn da jemand zuguckt. Spannende Frage, spannende Frage. Und klar, wie gesagt, ich wiederhole mich, weil ich den Gedanken jetzt abschließen will. Natürlich könnte ich das auch faken, aber das, dann würde man ja in sein Leben faken. Das wäre ja so, wenn ich hier jetzt auch sagen würde, oh, der Spatenstich, ich bin hier, guck mal, wie ich hier den Graben ziehe, tralala. Das wäre ja gefaked. Oder, oh, ich habe gerade voll die Freude hier beim Spielen. Habe ich auch. Gut, das ist nicht gefaked. Ich kann es gar nicht. Ich glaube, wenn ich schlechte Laune habe, das merkt man. In manchen Folgen war ich ja so ruhig geworden und so müde. Das wusste ich auch. Da bin ich ein schlechter Schauspieler, um da diese gute Laune zu befeuern, ne? Weißt du, irgendwie die Energie reinzubringen. Ich bringe Energie. Also ich habe gemerkt, es ist natürlich schön, wenn man energiegeladener spielt. Dann macht das auch mehr Spaß zuzugucken. Das dann so, so sich mitreißen lassen. Aber wenn man das so faked, finde ich, merkt man das auch. Oder wie habt ihr das? Merkt ihr das? Wenn jemand so, ja, hey, ich find das bei den Begrüßungen, fällt mir das immer auf von den Leuten, die dann so, sie kommen, ihr Sprüchlein aufsagen, ne, und dann so verfallen und so, ja, weiß ich nicht. Manche können das aber auch richtig gut schauspielern, also, oder was heißt richtig gut? Ich meine, ich merke das. Weil spätestens dann, wenn sie mal eine richtige Emotion dann durchlassen, so, keine Ahnung, sie spielen ein schwieriges Spiel, weißt du, so, wo sie sich dann auch aufregen, was ich gut finde. Also, finde ich jetzt nicht schlimm. Gucke ich dann gern. Aber das gucke ich dann gern, weil das dann echte Emotionen sind. Jetzt sind wir wieder beim Thema Emotionen. Waren wir denn nicht letztens? Leben und Emotionen? Guckt nochmal in den Folgen vorher nach. War spannend, das Thema. Habe ich noch keine Fragen zugekriegt? Oder Antworten? Oder eure Gedanken?
Ja, und das zu dieser besinnlichen Zeit zwischen Feiertage und Neujahr. Oh ja, neues Jahr kommt ja bald. Oh je. Was machen wir denn damit? Was soll der Klumpatsch denn wieder? Hab ich auch schon gesagt, ne? Das Jahr ging so schnell rum. Mir fällt gerade auch nichts Neues dazu ein. Ich drehe mich mit den Themen ein bisschen. Achso, Stamina. Stamina könnte ich mal hier das trinken. Und nochmal ein Häppchen essen. Ja komm, mach mal so. Das ist nämlich gut. Dann roter Tee ist gut. Dann essen wir effektiver. Ich will mich jetzt auch nicht so voll pumpen. Da gibt es auch ein Limit wohl. Ich glaube Wasser 200 und Essen 150. Irgendwie sowas. Und ich weiß nicht, ob man dann auch krank wird oder ob das ineffektiv ist. Oh, bei 95 hört er auf. Komm, da hauen wir uns aber auch nochmal die Eier rein. Ich muss dann dringend Fressi suchen, ne? Aber sowas von dringend. Ganz dringend. Wie tief bin ich jetzt? Jetzt bin ich 3 tief. Ich muss 4 tief, oder? 1, 2, ja, ich muss 4 tief. Und 4 breit. Ich mach 4 breit. Oh, die Zeit wird nicht reichen. Aber wenn ich so das Force Field schon mal ein bisschen... Ah, ich weiß nicht. Ja, dann hätte ich schon mal ein bisschen... Ich muss eigentlich die Mauer. Die Mauer muss zuerst. Das Force Field danach. Ich muss die lenken. Das ist halt wie eine Tower Defense hier. Ja, ja, das ist ja das. Das ist ja ein Survival Defense Spiel. Survival Defense Looter. Shooter. Spiel. Und geil ist es. Ich liebe es. Ich muss sagen, ja. Generation Minecraft. Generation M. Und wir basteln uns die Welt, wie sie uns gefällt. Fiddlilililididididi. Ne? Jetzt fängt er wieder an zu singen. Singt doch mal mit! Singt mir euer Lied. Schickt mir euren Link zu eurem Lied. Macht ihr Musik? Schickt mir mal. Bin ich neugierig? Wo ich ja echt neidisch drauf bin, ganz ehrlich, muss ich sagen. Sind ja Leute, also auch Let's Player oder Game Tester oder was auch immer. Jetzt bei einem hatte ich das, der hat das aber auch verdient. Da hat er ein Liedgeschenk gekriegt. Und so geil. Also halt. Jetzt nicht so auf Gitarre und so, sondern irgendwie so, was war denn das, so Rap-mäßig, ja, so, heißt das noch so, also hip-di-hop. War so geil abgemischt, so geil, so geiler Beat. Und dann hat er seine Stimme genommen, also von dem Typen, der die Game-Tests macht, also die Spieltests, und hat das so remixed, super geil. Muss mal gucken, ob ich es reinschneide, ich frag mal, ja, nee, ich will das jetzt einfach nicht so reinschneiden. Bei Schiff finde ich den Link. Muss ich, wenn ich dran denke. Und es ist wieder heiß. Wir haben noch den Tee getrunken. Stellen wir uns hier so in Schatten. Und auf so, was ich sagen wollte, auf sowas bin ich so ein bisschen neidisch. So ein bisschen, im Positiven so. Oh, hätte ich auch gerne. Aber ich gönn's ihm voll. Also ich gönn's da jedem. Weil er so dankbar ist. So was Persönliches geschenkt zu kriegen, fällt mir zu Weihnachten nachträglich ein. Was ich am liebsten hab, ist dann was Persönliches. Entweder von dem Kollegen selbst und das Beste ist, wenn man was Persönliches macht, also was selbstgebasteltes, also selbsthergestelltes, selbstentworfenes. Und wenn es auch den Wunsch trifft, also jetzt in dem Fall ich, wenn es mein Wunsch ist, ich möchte was weiß ich haben. Und dann kriege ich das auch. Wenn jemand mich so gut kennt, so ey, das wünschst du dir so dolle und so ey, das kriegst du jetzt. Ich helfe dir dabei. Es sei denn, ich sag so, nee, ich will mir das selbst erarbeiten. Gibt's ja auch so Sachen, so, wo ich sag, nee, will ich selber. Gibt's ja. Wäre jetzt auch so hier wie bei Technik oder so, wenn dann einer sagen würde, nee, komm, ich kauf dir das. Da würde ich sagen, nee, gib mir lieber die Kohle, bezahl mich, damit ich das mir verdiene und damit ich es selber entscheiden kann, wo ich das Geld investiere. Versteht ihr, was ich meine? Ist dann irgendwie besser. Oder wenn ich sage, ich liebe Gorgonzola ja letzte Zeit so gern, wenn mir jetzt einer, ihr müsst jetzt nicht loslaufen, ne? Ihr super Fans, ihr, ne? Ich hab euch alle lieb. Und mir Gorgonzola kaufen, der vergammelt ja, also wenn der dann hier büschelweise liegt. Und den kaufe ich mir dann lieber selber. Aber es gibt auch so Sachen,
da würde ich mich dann freuen. Ne? Es kommt auf die Situation an. Da kommt es halt drauf an, wie gut man jemanden kennt. Und dann finde ich, solche Geschenke sind dann super. Dann ist das das Beste. Oder so eine Überraschung, wie so ein wenn du dann ein Lied kriegst, als Let's Player, der auch ein Creator ist. Also ich komme ja von der kreativen Seite mein Leben lang. Und die Let's Plays sind jetzt auch so ein Ding, was ich ausprobieren wollte, jahrelang schon, weil ich auch Gamer bin. Ne? Kennt ihr vielleicht, ihr seid ja auch Gamer. Wir sind ja alle eins. Sind wir alle gleich. Also das ist ja das Spannende, dass man sieht, dass wir alle gleich sind. Wir sind alle gleich bescheuert. Man denkt ja immer, oder ich dachte Jahrzehnte oder jahrelang, dass ich total alleine auf der Welt bin. So, ne, Computerspiele muss ich mich für schämen im Keller. Kellerkind. Ich habe auch im Keller gewohnt. Kein Witz. Ja. Ja, nee, aber wenn man dann sowas Kreatives zurückbekommt, finde ich großartig. Das ist so eine. Das Thema hatten wir auch, wir drehen uns wirklich im Kreis jetzt so, ne? So. Endet sich zur Neige gegen. Neigt sich zum Ende gegen, wollte ich sagen. Und drehe ich mich mit dem Thema im Kreis. Aber so ist das. So schließt sich der Kreis. So schließt sich das Jahr. Das Kreative, das Leben, das Wertschätzen. Dafür ist das Internet richtig gut. Und ich glaube auch, der ganze Hass, den die Leute rausposaunen, das ist eigentlich Wertschätzung. Das ist eigentlich so. Derjenige kann halt nicht zugeben, dass er dich eigentlich doch mag, dass er sich mit dir beschäftigt, ja. Und sagt dann halt, ich hasse dich! Weil ich mir denke, so, ja, wenn es wirklich so wäre, warum guckst du das dann hier? Dann geh doch einfach. Aber sie wollen den Kontakt doch so weit. Na, für die ist dann Wut eine Reibungsform. Also von Nestwärme sagt man dann ja so. Reibung erzeugt Nestwärme. Nee, oder? Irgendwie so ging der Spruch. Keine Ahnung. Ja, jetzt sind wir schon beim Nestbau angelangt. Was ist hier nur los mit meinen philosophischen Themen? Vielleicht sollte ich eine Talkshow mal machen, bin ich irgendwann im Fernsehen hier. Wo man die ganze Zeit jemanden sieht, der schaufelt bei Minecraft und schlau daherredet. Bin ich ja jetzt auch nicht der Einzige. Ich komme mir trotzdem komisch, aber das Seltsame ist. Jetzt mal hier Real Talk, ne? Ich komme mir immer noch, weil ich das gerade meinte, ein bisschen beschämt vor, wenn ich Computerspiele spiele. Hier so, ich komme mir, ja, das ist ja irgendwie. Eigentlich, du könntest ja was Richtiges machen, ne? So eine Scham wurde mir da eingeimpft. Komisch eigentlich. Und ja, irgendwo. Spielen ist ja Luxus. Es ist Luxus. Verschwendete Zeit will ich nicht sagen, weil ich tue was Kreatives. Ich habe immer gespielt, also sehr gerne, um auch den Kopf frei zu kriegen oder um Kreativität, so weißt du, am Laufen zu halten oder ans Laufen zu kriegen oder auf andere Gedanken zu kommen. So, ich habe so immer gespielt, also so wie jetzt, um mir Gedanken über Gott und die Welt gemacht. Da bin ich doch nicht der Einzige, oder? Das macht ihr doch auch. Nicht immer, klar, ab und zu ist man noch voll im Spiel, ne? Aber das war für mich immer mit ein Grund zu spielen, weil anstatt mir Serien anzugucken, mache ich auch selten, aber mache ich auch noch. Oder mal einen Film, aber auch selten. Ist selten geworden. Weil man da ist man ja dann wirklich passiv. Da sitzt man da und wird dick. Weißt du? Beim Spielen ist man ja noch interaktiv dabei und das habe ich immer gemocht. Trotzdem ist die Scham noch da. Mache ich deswegen Let's Plays, um irgendwie zu begründen, so, ja, ich mache ja was Sinnvolles? Ist es das? Ich hätte hier die Reihe nicht gebraucht, ne? Ist aber auch jetzt egal. Ich verstärke mal noch. Gucken wir mal. Ich muss eigentlich. Scheiße, Ich muss das ausmessen. Eigentlich muss ich das ausmessen. Man kann hier hochspringen. Können die Zombies das dann auch? Ist ja gemein. Ich muss. Ich habe meine Balken hier nicht. Warte mal, holen wir eben ein Maßband. Da haben wir es ja. Warte, 1, 2, 3. Machen hier schnell die Vermessung. Muss sein. So viel Zeit muss sein. Genau, da müsste ich eigentlich hier. Hatte ich doch richtig im Kopf. Aber ich messe lieber nochmal nach. Das habe ich, wenn ich eins gelernt habe, auch wenn du dir relativ sicher bist, ich war mir jetzt so 90% sicher. Selbst dann mess nochmal nach.
Es sei denn, du hast gerade nachgemessen. Aber... Oh. Das ist immer besser. Als wenn es nachher doch falsch ist, weil den Fehler machst du auch. Ja, denn ich mach den gern öfters, weil ich blöd bin. Weißt du, dann, also jetzt zum Beispiel, wenn du Holz sägst oder irgendwie, keine Ahnung, dann machst du einen Fehler und dann fluchst du und dann musst du alles umwerfen und das ist dann, ärgerst du dich, weil, ja, warum habe ich denn nicht nochmal nachgemessen? Weil, das ist so die Selbstsicherheit, ne, da ist man sich dann zu selbstsicher, ja. Ah, schrecklich. Ist aber so, ich hau mir das mal hier rein, ich will mehr Stamina haben. Oh, Wasser haben wir auch schon wieder gut verbraucht. Die Selbstsicherheit. Wusstet ihr, dass Selbst- oder Selbstüberschätzung und eigentlich auch Selbstsicherheit der Grund für Tschernobyl das Unglück war? Ich weiß gar nicht, die Serie, oh, die habe ich noch gar nicht geguckt, die soll gut sein, ne? Bisschen übertrieben mit manchen Bildern, aber halt überdramatisiert für, ist halt Hollywood. Aber der Grund war ja, dass die sich überschätzt haben. Ja, ja, wir haben alles im Griff. Und wenn die Kernschmelze einsetzt, dann hast du ein Problem. Dann geht's nämlich ruckidizuck. Dann ist vorbei. Und das war, weil die sich überschätzt haben. Oder, ja. So selbstsicher. Krass eigentlich. Das ist jetzt nur ein Block tief. Hm. Irgendwie verwirren mich die Größen. Ich kann die Größen hier so schlecht einschätzen. Achso, weil hier der noch drüber liegt? Ich weiß nicht. Irgendwie verwirren mich... Ich dachte, ich hätte hier schon zwei runtergebuddelt. Nee, anscheinend nicht. War ich gerade bei, ne? Ja, ja. Nee, ich werde erst die Außenmauer bauen, bevor ich das Forcefield baue, habe ich gerade überlegt. Ich dachte, scheiße, ich muss den Graben ja fertig ziehen, aber ich werde mit der Mauer anfangen. Jetzt haben wir echt den ganzen Tag gebuddelt. Ja, musste. Und dann werde ich nächsten Tag, morgen, werden wir die Mauer bauen. Nee, erstmal was zu essen wieder suchen. Essen suchen, Mauer bauen. Ganz oben auf der Agenda. Und das Forcefield, das werde ich hier sukzessive, werde ich das hier tiefer ziehen müssen. Dann, das ist aber erstmal sekundär. Das ist ja nochmal ein extra Schutz, um die Mauer zu schützen, damit die da keinen Blödsinn machen. Um die noch mehr in Bahnen zu lenken. Versteht ihr? Und dann später, ich habe gesehen, ich muss, um echte Turrets zu bauen, muss ich den Ingenieur weiter leveln. Das werde ich auch machen. Ich weiß gar nicht. Ey, ich will alles leveln, ne? Ich habe gerade ein Level gemacht. Oh ja, da freue ich mich drauf. Kann ich ja wieder einen Punkt verteilen. Furchtbar. Nicht, dass ich mich hier noch selbst überschätze. Ich habe immer gemerkt, wie geht's euch damit? Wenn ich mich in dem Moment, wo ich mich selbst überschätzt habe oder so selbstsicher war, so, keine Ahnung, so, aha, ja, das habe ich drauf. Dann geht's schief. Keine Ahnung, was für ein Beispiel, so, ich hatte, genau, hatte ich letztens, das war Sommer. Das Jahr ist so schnell rum, ne? Wir drehen uns im Kreis mit den Themen. Hatte ich mit einem Nachbar Dart gespielt und ich habe, glaube ich, dreimal das Bullseye getroffen. Einfach, ich habe Ewigkeiten kein Dart mehr gespielt. Glückstreffer, ich dachte, ja, hast halt, wenn du nicht übst, hast du es nicht drauf. Aber voll gut, ne? Also zweimal voll ins Bullseye und einmal in den zweiten Bullseye-Rand da, also in die Mitte. Stolz wie Oscar und dann dachte ich die ganze Zeit so, komm, das machst du nochmal. Ich habe am Ende doch gewonnen, ne, aber als ich in dem Moment, wo ich so selbstsicher war, ey, jetzt hast du es ja drauf, ey, das machst du jetzt nochmal, dann wird das nichts. Oder das war auch mal, da hatte ich mit den Jungs, waren wir am Basketballkorb, bin ich dran vorbei, hab gerade mein Rad abgeschlossen und dann so, ey, willst du auch einmal werfen? Wir haben halt so Korbwerfen geübt. Ich dachte, ja, ne, einmal geworfen, aus Entfernung, zack, Volltreffer. War voll geil. Und dann irgendwie ein paar Tage später dachte ich, ja komm, nochmal. Dann war ich so selbstsicher, komm, das ziehst du jetzt nochmal ab. Das ging doch so gut. War ich so selbstsicher, zack, ging direkt dreimal daneben. Und dann hatte ich auch keinen Bock mehr, ne? Kennt ihr das? Ist alles normal, oder? Selbstsicherheit verunsichert. Seltsam, oder? Warum nennt man das dann überhaupt Selbstsicherheit? Oder ist das dann keine Selbstsicherheit? Ist das dann was anderes? Wie nennt man das dann? Nee, das ist dann Selbstüberschätzung. Irrglaube. Das ist jetzt hier aber nicht drei breit. Doch, wenn ich hier den wegziehe, ist das hier. Hier ist drei breit und hier ist ein zu breit. Okay.
Machen wir jetzt einmal rundum zu, oder? Wir haben es doch 20 Uhr. Ich würde gerne die Mauer schon anfangen. Das heißt nämlich, dass wir hier die Steine bauen müssen. Und ich muss eigentlich... Scheiße, ich muss den Gang hier eigentlich erweitern. Das ist viel wichtiger. Was war jetzt Priorität? Nee, Mauer außen ist Priorität, dass die hier rumwetzen können. Und die dürfen sich hier nicht auf den Füßen stehen. Das muss ich ändern. Warum sind die da letztens hängen geblieben? Sind die doch sonst nicht? Oder ich muss die Treppe reinversetzen. Das machen wir, das bereiten wir schon mal vor. Komm. Sonst schiebe ich das wieder auf und vergesse das. Tut mir leid, muss ich abbauen jetzt. Oh. Naja, ich muss ein bisschen nach hinten versetzen. Nicht, dass die auf der Treppe stehen und da auf die Sachen draufhauen. Muss ich den anbieten dann? Und es gibt ja, also die Welt verfällt, ne? Ich habe das, glaube ich, im Menü gesehen. Da konnte man ja einstellen, wie schnell die Welt verfällt. Deswegen fällt der Turm fällt auseinander, habe ich gesagt. Jetzt ist das Ding auch kaputt. Ich muss mal gucken, ob ich neue Werkzeuge bauen kann. Höheren Level. Ach, ein Stecken kann ich auch auf Level 4 jetzt bauen, glaube ich. Voll Bock zu. Da fehlt Eisen. Ich muss eigentlich sammeln gehen. Boah, aber ist jetzt nicht... Oh. Und Munition und alles. An allem fehlt's. Das Spiel ist so gut. Und es fühlt sich nicht so fatal an. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Ja, ne? Ihr wisst, wovon ich rede. Jetzt, wo ich das Schießgewehr brauche, gleich kommt hier einer um die Ecke geögelt und haut mir einen aufs Maul. So, jetzt haben wir hier... Haben wir alles richtig. Genau, dann werden wir komplett hier. Komplett so machen. Also mit, ihr wisst schon. Wisst doch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ne, unten den Boden werde ich komplett mit Heu machen. Bereite ich schon mal vor, glaube ich. Ja, könnten wir eben machen. Das war das Letzte für heute. Du bist das Allerletzte. So, mit der Spitzhacke. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Verstehe. Damit die schön weich fallen. Ja, komm. Mann. Was war denn hier das Problem? Irgendwie verwirren mich die Texturen so von der Optik. Das ist so geschickt gemacht und die Texturen haben die auch gut ausgewählt. Ich wollte gerade sagen, so seamingless. Naja, ne? Stehe genau an der Stelle, wo man es sieht. Ist aber egal. So, schnell das Heu noch holen und dann schnell in die Bude. Das schaffen wir noch. Bevor das Klavier spielt. Komm, hier, wähl aus! Der Klavierzombie. Und rein. 10 Minuten noch. Ja. Tür zu. Und hoffentlich behelligen die mich nicht gleich wieder. Ich hab keinen Bock auf die. Drei Minuten. Mein liebes Rauschen und tschüss.